Der Kollektor. Das Rauschen des unterirdischen Flusses hatte Leas Hörgänge vollständig geflutet. Erschöpft hatte sie ihren Kopf auf Adams Brust gebettet, die Augen auf die eigenen Fingerspitzen gerichtet, die über seine nackte Haut streichelten. Nach und nach war ihr Blick verschwommen, und sie hatte sich nicht dagegen gewehrt, in den Schlaf zu gleiten. Darauf vertrauend, dass Adam sie wecken würde, sobald er wieder bei Bewusstsein war. Bis dahin wollte sie nichts mehr von der Welt mitbekommen. Es wird gewiss nicht gut ausgehen für die kleine Lea, wenn sie noch länger auf dem kalten Steinboden liegen bleibt. Ist bislang nur ein ungefüllter Kelch, nicht wahr? Das rechte Behältnis für den Beherrscher, aber leer, schutzlos, zerbrechlich. Dieser Käfig ist nicht für sie gemacht, aber wo könnte sie wohl sonst untergebracht werden? Eine delikate Frage. Und doch gilt es nichts zu überstürzen. Die Stimme schien ganz gefangen von den Fragen, die sie sich selbst stellte. Sie war ausdrucksstark und gleichzeitig so sanft wie ein melodiöser Singsang, der sich aufs Schönste mit dem Wasserrauschen verband. Sie erklang aus weiter Ferne, leicht gedämpft, gefolgt vom eigenen Nachhall an den Höhlenwänden. Einen Augenblick lang ließ Lea sich noch treiben, dann sann sie über die eben gehörten Worte nach. Die Stimme hatte recht, was die Kälte des Steinbodens anbelangte, auf dem sie nun schon so lange lag. Aber warum gegen die eisige Taubheit in den Gliedern ankämpfen, wenn sie bei Adam liegen konnte? Schließlich hatte man ihr die Macht über das eigene Schicksal geraubt, als man sie in diese Höhle geworfen hatte. Ihr Liebster war nur eine leere Hülle, und sie fühlte sich schrecklich allein. Plötzlich spürte sie ein leichtes Beben unter sich. Adam hatte sich gerührt, seinen Körper in eine andere Position geschoben und dabei einen Arm um sie gelegt. Mit einem Schlag waren alle trüben Gedanken fortgewischt. Auch jemand anderem war die ersten Anzeichen, dass Adam wieder zu sich kam, nicht entgangen. Ja, allmählich wacht unser Tiger auf. Der Kollektor ist sehr gespannt, ob ihm sein neues Zuhause gefallen wird. Ewiges Dämmerlicht, Felsen anstelle eines Dickichts. Ob er sich an die Mauern wird gewöhnen können? Fragte sich die Stimme verträumt, um dann sogleich mit unverstellter Härte fortzufahren. Gewiss nicht. Zuerst wird er die Krallen ausfahren und versuchen, die nackten Wände hinaufzuklettern. Er wird brüllen und knurren, und irgendwann wird er in dieser Zelle innerlich zerbrechen. Sinnlos hin und her laufen wird er, von einem Ende der Höhle zum anderen, den Kopf zwischen den Schultern hängend. Traurigkeit sang in der Stimme mit, aber auch die Erregung eines Kindes, das etwas Verbotenes tut, obwohl es weiß, dass Tränen und Reue folgen werden. »Doch was soll man dagegen tun?« schien sie zu fragen. »Manche Dinge folgen nun mal ihrer eigenen Bestimmung.« »Der Kollektor wird es kaum ertragen können, so viel steht fest. Dieser Tiger lässt sich nicht durch einen Gnadenschuss niederstrecken. Oh nein! Für diesen Tiger gibt es kein Entkommen, nicht aus diesem Käfig. Deshalb wird der Kollektor ihm auch die Ehre erweisen und ihm besonders viel von seiner wertvollen und so schrecklich knapp gewordenen Zeit widmen und ihn beobachten, solange er noch ein echter Tiger ist. Der Kollektor wird zuschauen und den Kern seines einzigartigen Wesens genießen.« Mit steifen Bewegungen und ein wenig widerwillig löste Lea sich von Adam und blinzelte hinauf in das Scheinwerferlicht. Oben auf dem Vorsprung hatte eine Gestalt in einem Regiestuhl Platz genommen und wedelte sich mit einem spanischen Fächer Luft zu, als wolle sie die ruhende Kälte durcheinanderwirbeln. Als die Gestalt sich ihrer Aufmerksamkeit bewusst wurde, ließ sie den Fächer dramatisch mit einem Knall zusammenschnappen und schlug ihn dann rhythmisch in die mit Handschuhen bekleidete Handinnenfläche. Gebannt verfolgte Lea dieser Bewegung eine Zeit lang, ehe ihr Blick auf das Gesicht der Gestalt fiel. Obschon es überwiegend im Schatten lag und von überlangen, goldfarbenen Haarsträhnen verdeckt wurde, bemerkte sie sogleich, dass etwas nicht stimmte. Ihr Verstand versuchte, die von den Augen gesendeten Informationen umzusetzen, sie zu erfassen, doch er griff immerzu ins Leere.
Schließlich tastete er sich an das Gesehene heran, so als könnte eine behutsame Umschreibung des Unmöglichen es irgendwie erträglicher machen. Der Großteil des Gesichts gehörte einem wunderschönen jungen Mann, der eben erst die letzten Schalen von kindlicher Weichheit abgestreift hatte. Die Züge verrieten mädchenhaft bewimperte Augen, einen Schmollmund, anmutig geschwungene Wangenknochen und eine Himmelfahrtsnase, oder zumindest das, was davon noch übrig geblieben war. Denn eine Ader der Zerstörung hatte das Nasenbein vernichtet, sowie die einstige Anmut des Gesichts mit daumendicken Spuren zerfallenden Fleisches ins Gegenteil verkehrt. Als hätte jemand einen Pinsel mit grauer Farbe gekreuzt und quer über eine Leinwand geführt und damit den makellosen Grund ruiniert. Eine mit Fäulnis und Tod behaftete Marmorstatue, ein für immer verwüstetes Kunstwerk. Ein Geschöpf Frankensteins, schoss es Lea durch den Kopf. Jemand hatte eine Assemblage aus einem Schönling in der Blüte seines Lebens und eines mit lebendigem Leibe verfaulenden Greises erschaffen. Der Kollektor, wie diese Gestalt sich selbst zu nennen schien, war ein wandelndes Mahnmal für alles Vergängliche. Als eine goldene Haarsträhne zur Seite glitt und ein totes, eingefallenes Auge offenbarte, zuckte sie angewidert zusammen. Während sie einerseits von der noch offenkundigen Schönheit gebannt war, verursachte ihr andererseits das verrottete Fleisch eine Gänsehaut. Ihr Schauern, richtet einschätzend, schürzte die Gestalt in sinnlichen Lippen, deren Konturen vollkommen unversehrt waren und den bizarren Eindruck des Gesichts schmerzlich betonten. Lea wäre nicht überrascht gewesen, wenn plötzlich eine Made aus dem Mund herausgekrochen wäre. »Braucht sie gar nicht so zu schauen, das alberne Ding«, sagte der Kollektor schnippisch und zeigte mit dem Fächer auf sie. »Hat sie vielleicht noch alles vor sich? Wer kann das schon wissen?« »Blut sinkt zu Blut, wie wahr, aber manchmal sinkt es auch eine Lüge. Gierig ist es und zu schön, um immer wahr zu sein. Wer weiß es schon genau?« »Akinora vielleicht.« Adams Stimme war heiser und kaum hörbar. Obwohl die Worte ins Schwarze getroffen zu haben schienen, so reagierte Adam, einem Zustand nach zu urteilen, eher auf ein Stichwort, als dass er wirklich Schlüsse aus den Worten des Kollektors gezogen hätte. Mühsam setzte er sich auf und wäre beinahe vornübergekippt, wenn Lea ihn nicht im letzten Moment gestützt hätte. Als seine Augen sich nach oben verdrehten, schloss er die Lider. Panisch bohrte Lea ihre Fingernägel in Adams nackte Schultern und flüsterte ihm eindringlich ins Ohr. »Bleib wach, bleib bei mir.« Wackelig zog Adam die Knie an und begann, am ganzen Leib zu zittern. »Mir spei übel«, antwortete er so leise, dass sie Mühe hatte, ihn zu verstehen. Am liebsten hätte sie ihn an sich gerissen und mit Küssen bedeckt, so erleichtert war sie, ihn wieder bei sich zu haben. Schließlich war ein angeschlagener Adam tausendmal besser als ein bewusstloser. Ein bisschen Übelkeit würde sicher rasch verfliehen. »Das wundert mich gar nicht, nach den vielen Ampullen Beruhigungsmittel, die Adelbert dir verpasst hat«, sagte sie gedankenlos, während sie ihm den Nacken streichelte. Bei dem Namen Adelbert riss Adam ruckartig den Kopf hoch, was er jedoch sofort bereute. Mit schmerzverzerrtem Gesicht tastete er vorsichtig den Hinterkopf ab, als vermute er, dort auf einen faustdicken Krater zu stoßen. »Wo zum Teufel sind wir hier?« »So wie es aussieht, hast du tatsächlich den großen Unbekannten gefunden. Nur anders als geplant. Wenn du mich fragst, sitzt dort oben der geheimnisvolle Sponsor von Akinora«, sagte sie. Zärtlich legte sie ihm einen Arm um die gebeugten Schultern, zog ihn aber augenblicklich zurück, als Adam geräuschvoll zu würgen begann. Die Zeit verstrich, doch Adam ging es nicht besser. »Adam, hör mir zu. Schatz, bitte. Wir sitzen in einer verfluchten Höhle fest und dort oben führt ein grotesker Zombie Selbstgespräche. Ich weiß, es geht dir im Moment nicht gut, doch du solltest dich jetzt wirklich zusammenreißen, okay?« versuchte sie ihn zu motivieren. Er warf ihr lediglich einen beredeten Blick zu, bevor es ihn erneut würgte. Hilflos kauerte sie an seiner Seite, außerstande ihm zu helfen. Gerade als sie ihm anbieten wollte, die rosafarbene Narbe an ihrem Hals
die vor Megavitis Biss erzählte, erneut zu öffnen, ließ die Übelkeit nach. Adam blinzelte die Tränen aus den Augen und leckte sich die geschwollenen Lippen. Lea schenkte ihm ein unsicheres Lächeln, das er schwach erwiderte. »Hallo, dort unten? Wie wäre es mit ein wenig Aufmerksamkeit? Schließlich hat der Kollektor hier etwas Leckeres für unser liebes Lea-Kätzchen.« Die Gestalt deutete mit der behandschuhten Hand auf ein geschnürtes Bündel. Dabei beugte sie sich gefährlich weit über den Vorsprung, um das Geschehen auf dem Grund der Höhle besser beobachten zu können. Sie fühlte sich wie eine elende Verräterin. Dennoch klebte Leas Blick an dem Bündel. Mit einem Schlag wurde ihr bewusst, dass sie seit dem Frühstück am See nichts mehr gegessen hatte. Was auch immer es zum Inhalt haben mochte, es würde sich in ihrem Magen gewiss gut anfühlen. Bleibt nur zu hoffen, dass der Kollektor von ihr als Gegenleistung keinen Schnurren erwartete. Denn sie wollte nur ungern den spärlichen Rest von Würde, der ihr in diesem Käfig geblieben war, in Adams Anwesenheit einbüßen. »Ich hoffe, es sind keine Fischköpfe«, sagte sie, deshalb betont gleichmutig. »Kein Interesse an diesem Angebot? Wie schade«, sagte der Kollektor heuchlerisch. Er hatte sich kerzengerade aufgesetzt und betrachtete die Szenerie vor ihm in der Tiefe wie ein römischer Kaiser, der sich noch nicht genug auf Kosten der Todgeweihten amüsiert hatte. »Was für ein Spiel soll das denn sein?«, fragte Adam unvermittelt mit gepresster Stimme und unterbrach damit den Schlagabtausch. Offensichtlich hatte er gerade erst festgestellt, dass er keinen einzigen Faden am Leib trug. In all der Aufregung war Lea dieser Umstand schon ganz normal vorgekommen. »Braucht er sich nicht zu beklagen, schließlich trägt er doch ein Fell.« Der Mund des Kollektors verzog sich zu einem Lächeln. Dabei betastete er ängstlich mit den Fingern einen morschen Wangenknochen. Zuerst blickte Adam irritiert rein, dann genervt. Mit einer geschmeidigen Bewegung, die noch vor einigen Minuten unmöglich gewesen wäre, kam er auf die Beine, legte den Kopf in den Nacken und stierte die Gestalt abwartend an. Der Kollektor ließ den Fächer wieder aufschnappen. »Immer schön fächeln«, dachte Lea gehässig. Vielleicht kühlte sich die Luft dadurch noch weiter ab, und bei diesem Zustand ist die konservierende Wirkung von Kälte sicherlich nicht das Verkehrteste. Trotz ihrer Abneigung befürchtete sie, dass sich der Kollektor erheben und fortgehen könnte. Ganz gleich, wie erniedrigend es auch sein mochte, seinen neugierigen Blicken ausgeliefert zu sein, so war das gewiss besser, als ohne jegliche Antworten in dieser Höhle festzusitzen.